Hallo allerseits. In diesem Video werde ich erzählen, wie Daten wiederhergestellt werden können, die beim Reinigen einer Festplatte, eines USB-Sticks oder einer Speicherkarte mit dem Befehl Clean in Diskpart verloren gegangen sind. So geht's los. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das Bereinigen einer Festplatte und ihrer Partition mit Hilfe des Diskpack-Tools und des Befehls Clean ist eine der Möglichkeiten, um eine Speicherkarte, einen USB-Stick oder eine Festplatte wiederherzustellen, wenn eine Fehlerfunktion vorliegt, ein Fehler auftritt oder die falsche Größe angezeigt wird. Mit diesem Befehl können Sie auch ein schreibgeschütztes USB-Stick, eine Speicherkarte oder eine Festplatte in Windows 10, 8, 7 entsperren. Mit dem Befehl Clean in Diskpart werden Partitionen entfernt, die mit Windows-basierten Tools nicht entfernt werden können, z.B. Datenträgerverwaltung. Durch diesen Vorgang wird die Partitionstabelle der Festplatte vollständig entfernt, sodass sie erneut beschrieben werden kann. Aber manchmal kann bei der Verwendung dieser Systemtools etwas schiefgehen. Sie können versehentlich die falsche Festplatte oder Partition auswählen und löschen. Wenn Sie sich dieses Video ansehen, wissen Sie wahrscheinlich, wie Sie das Diskpart Clean Tool verwenden. Aber für Klarheit und Reinheit des Experiments werde ich demonstrieren. Als Ergebnis erhalten Sie einen leeren Datenträger mit fehlendem Dateisystem. Und nicht jedes Dateiwiederherstellungsprogramm kann auf diese Weise verlorene Daten wiederherstellen. Wie kann ich Daten wiederherstellen, die durch den Befehl Diskpart Clean verloren gegangen sind? Was ist also zu tun, wenn Sie eine Festplatte mit dem Befehl bereinigen, reinigen oder versuchen, eine gesperrte oder unformatierte Festplatte, einen USB-Stick oder eine Speicherkarte mit diesem Befehl wiederherzustellen? Verwenden Sie Hetman Partition Recovery, um wieder verlorene Dateien wiederherzustellen, und dann wirst du verstehen, warum. Führen Sie das Programm aus und Sie sehen alle an den PC angeschlossenen Festplatten. Bei unserer mit Clean gereinigten Festplatte handelt es sich um einen 16 GB USB-Stick, aber vielleicht jeder andere Träger spielt es keine Rolle. Ich finde es unter den vom Programm gefundenen und versuchte es zu analysieren. Ich wähle Quickscan und was wir sehen, das Programm kann das USB-Stick nicht analysieren, da es kein Dateisystem enthält. Dies ist genau das, was Sie beim Analysieren eines Datenträgers nach dem Befehl bereinigen mit den meisten Datenwiederherstellungsprogrammen feststellen werden. Um Daten wiederherzustellen, müssen Sie nicht das Dateisystem dieses USB-Stick analysieren, sondern es ist wie ein physisches Gerät. Infolgedessen versucht das Programm, die zuvor auf dem Datenträger vorhandenen Dateisysteme und die darin gespeicherten Dateien zu erkennen. Dazu wähle ich in der Liste physikalischer Festplatten meinen USB-Stick aus.
und scannen Sie es mit vollständiger Analyse. Abhängig von der Größe der gescannten Festplatte kann die Analysezeit unterschiedlich sein. Warten auf das Ende. Als Ergebnis der Analyse sehen wir das folgende Bild. Das Programm hat mehrere Partitionen auf einem bereinigten USB-Stick gefunden. Hierbei handelt es sich um vorhandene Abschnitte und Dateisysteme auf diesem USB-Stick. Und selbst die Namen einiger von ihnen sind definiert. Finden Sie den Abschnitt, den ich brauche, und klicken Sie drauf. Im Wesentlichen alles. Es gibt alle Dateien, die durch das Bereinigen der Festplatte mit dem Befehl Clean verloren gehen. Darüber hinaus sind die mit einem roten Kreuz gekennzeichnet Dateien diejenigen, die zum Zeitpunkt der Reinigung der Festplatte bereits gelöscht wurden. Suchen Sie nach Dateien, die ich wiederherstellen muss. Sie können sie im Vorschaufenster anzeigen. Ich übertrage sie in die Wiederherstellungsliste und klicke auf Wiederherstellen. Ich gebe die Methode und Ordner für die Wiederherstellung an. Alle Dateien wurden wiederhergestellt. Um die Leistung der gereinigten Festplatte rückgängig zu machen, erstellen Sie ein einfaches Volumen über das Menü Datenträger verwalten und formatieren Sie es. Ich empfehle jedoch, dies erst dann zu tun, wenn Sie die Daten von der bereinigten Festplatte wiederherstellen haben. Da eine andere Formatierung die Qualität und Quantität der wiederherstellenden Daten verringern kann. Das ist alles. Wenn das Video hilfreich war, abonnieren Sie den Hetman Software Kanal, stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren, Daumen hoch und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss allen.